Ja, willkommen zurück zu Donkey Kong Country 2 Diddy's Conquest für das Super Nintendo. Und es geht jetzt hier weiter mit der verlorenen Welt. Zeigt die Kohle her, ihr Dschungelhippies. Ja, hier. Vielen Dank, Dankeschön. Es war toll, mit euch Geschäfte zu machen, danke. Ja, dann ist er plötzlich freundlich, wenn er solche... Ja, also wenn er Geld bekommt, ne? So, das nächste Level steht an. Für 5 Münzen kann ich euch ein wenig aus meinem aufregenden Leben erzählen. Und glaubt mir, ich habe bestimmt schon mehr als ihr erlebt. Das glaube ich dir natürlich. Sogar King K. Rool spielt bei diesem Spiel eine größere Rolle als ich. Ist das fair? Ja. Ich weiß gar nicht, warum ich euch überhaupt helfe. Tja. Wir haben eben ein ungeheures Charisma und deswegen hilfst du uns doch gerne. Ich habe gehofft, eine tolle Rolle zu bekommen, aber nein, eine miese, drittklassige Rolle hat man dem armen, alten Cranky aufgehalst. Unglaublich. Hier ist das gesamte Angebot. Ja, komm, jetzt mal. Schwarze Eisebene, 2 Münzen. Nach dem Abgrund mit dem Buchstaben N müsst ihr im Fall nach rechts drücken. Werde ich mir merken, danke für den Tipp. Aber in der verlorenen Welt, weiß ich sowieso, wo alle Bonus-Sachen sind. Schwarze Eisebene, das ist auch das Level, was uns jetzt hier erwartet. Warum heißt dieses Level Schwarze Eisebene? Die Farbe Schwarz ist hier gar nicht vorhanden. Irgendwie ist alles eher weiß oder bläulich, so hellblau. Aber schwarz kann ich ja nicht entdecken. Hey. Oh, ja, natürlich, du dreckiges Mistvieh, ey. Erstmal meine Bananen stauen, klauen und dann mich noch hier in die Wespe reinschubsen, du dreckiges Müllviech. Ja, mit Diddy ist man hier nicht so gut beraten. Also Dixie ist hier besser. Ja, so ganz plötzlich. Noch bevor das Scrolling überhaupt kam. Aber jetzt habe ich ja Dixie. Da kann ich schön hier so über solche Passagen rüber. Okay. Das hätte ich lieber ein bisschen vorsichtiger machen sollen. Gut. Hä? Hier auch schon die Käfers? Also die kommen ja wirklich häufig hier vor, die DK-Fässer. Naja. Mann, ich hasse es, wenn die sich die Zinger... So, jetzt diesmal nicht, du Dreck. Ah, kommst du hier nicht hoch, ne? So. So. Ja, komm. So, hier weiß ich jetzt. Ist dieser Haken-Typ. So, und jetzt vorsichtig. Vorsichtig, vorsichtig. So. Ja, das war kein Blindjump, das hätte man sehen können. Ich bin ja nur von weit oben da, okay. Auf jeden Fall ist der Bonus nach dem Midway Point hier. Oh ja. Oh, der klaut ihr Leben, ne? Das, ja. Ah, gut. Bin trotzdem noch daran gekommen. Also ein wenig müsste der Checkpoint jetzt auch gleich mal kommen hier, ne? Ich glaube jetzt hier. Ja, genau hier. So, jetzt muss ich aufpassen. Oh nee, ey, dieses dreckige Scheißmistvieh. Klaut hier meine Leben. Ach, ich glaube, das war ja nach dieser Passage hier. Oh, müssen sie die Mistviecher sich jetzt bewegen? So, jetzt am besten erstmal mit Dixie. Ganz vorsichtig hier runter. Ah ja. So, Kanonenkugel. Er kommt da nicht weiter. So, jetzt muss ich aufpassen. Ich glaube, hier, nach dieser Ebene hier, muss ich nach unten. Oh Mann, diese scheiß Tampons hier. Nach dem N? W?
Wie, ich hab das endlich gesehen oder... Ja, egal. Hauptsache, ich habe jetzt den Bonus erreicht. Okay. Finde die Münze. Glaub, das ist, ja, mit Dixie am besten zu meistern. Ich guck erstmal vorsichtig. Vorsicht! Mann, diese scheiß Scrolling! Seht ihr, wie knapp das Scrolling ist? Ich weiß immer nicht, ob da... Ich hätte mich einfach immer nur fallen lassen brauchen. Aber ich hab, ja, ich wollte es eher vorsichtig machen. So. Okay, eigentlich müsste ich jetzt bald mal hier am Ziel angelangt sein. Oh mein Gott, was ist mit ihm jetzt hier? Oh, und dann auch mit, sich mit bewegenden Viechern hier. So, und... Ah, Bananenmünze noch bekommen. Ja gut, da war ja nur die Auswahl zwischen Bananenmünze und Leben, ne? So. Geht doch nicht mehr automatisch. So, ja. Hier hätten wir jetzt auch alles. Und dann geht es jetzt als nächstes zu... der nächsten Welt. Also ins tiefe Cremeland. Ah, ich habe ihn schon gesehen hier, den guten Klubber. Da. Okay, ja, hier Zahlen. Ich hoffe, ihr werdet King Carol besiegen. Ach, du bist auf unserer Seite. Das finde ich ja nett. So, und auch hier hole ich mir jetzt wieder einen Tipp. Ihr scheint Fett angesetzt zu haben. Schaut mich an. Ist das nicht ein wundervoller Körper? Trainiert ist alles. Ja, darum läufst du auch auf Krückstöcken rum, ne? Sollte Dixie nicht eine Prinzessin spielen, die auf ihre Rettung wartet? Jetzt hat sie sogar eine Hauptrolle. Tja, so ist es nun mal. Zeitalter der Gleichberechtigung. Wo ist Espresso? Ja, das kennen wir schon. Komm, Leute. Einfach hier weiter jetzt. Der Körperchaos. Nach unten geht's raus. Vielleicht gibt es rechts noch etwas. Alles klar. Ich weiß auch aus dem Kopf, wo da das ist. Mann, das strengt aber ganz schön an, diese Fragerei. Ja, das nächste Level hat eine Besonderheit. Und zwar gibt es davon, ja, je nachdem, wenn man es jetzt über Emulator spielt, kommt es immer darauf an, über welchen Emulator man das spielt. Spielt man das über den ZSNES, kann dieses Level zur Hölle werden. Spielt man es aber so wie ich, auf dem SNES 9X, dann ist das Level so, wie es auf dem Super Nintendo ist. Also ohne diesen Bug, den ich auch schon häufiger in diesem Projekt erwähnt habe. Nämlich geht es hier um diese, ja, diese Fässer, die man manuell drehen kann. Man kann sie nicht, wenn man diesen Bug hat, also es über ZSNES spielt, dann kann man sie nicht manuell drehen. Man kann sie zwar drehen, aber die drehen sich automatisch weiter. Und das kann in diesem Level besonders haarig werden. So. Und, ja, das Level heißt der Klopper-Chaos. Hier haben wir die unterschiedlichen Varianten der Klopper. So, Diddy hier. Okay. Diddy. Ach so. So. Hier muss man getimed schießen. Ja, und jeder, der die Super Nintendo, also die Original Super Nintendo Variante dieses Levels... Ach, shit! Ich hab mich doch umgedreht. Noch nie gespielt hat, der wird jetzt sich schwarz ärgern, es über ZSNES gespielt zu haben. Glaube ich jetzt zumindest. Ich meine, das ist eine extreme Herausforderung, ja. So, das ist ein bisschen schwieriger jetzt auch. Selbst wenn man es... am Ende muss ich einen haben. Ich weiß jetzt aber nicht mehr wen. Ich glaube, Dixie oder Diddy? Am besten ist es, ich verliere keinen. Moment, warte mal hier, lieber Diddy, Dixie, weil... So, ich
sollte am besten lieber keinen verlieren, weil ich glaube, zum Bonus komme ich nur mit einem bestimmten Charakter. Ich weiß nicht, ob das jetzt Didi oder Dixie ist. Scheiße. Naja. Ich glaube, das ist Dixie. Deswegen... Nein, das hab ich nicht gesehen. Scheiße. Hätte man denn so schnell reagieren müssen? Oh, Leute. Und ich war so kurz vorm Ziel. Wie gesagt, mit beiden durchkommen. Was? Hier bin ich erst. So. Oh Mann! So. Oh Gott, ich habe jetzt Dixie, ne? Ah, gut, hier kriegt man ja auch die Käfers. Oh, dieser Wichser! Ist denn überhaupt nichts mehr zu gebrauchen hier? Unser Didi. Didi, der Schmiddi. Ja, auch wenn man diesen Bug nicht hat, kann dieses Level zu einigen Problemen führen. So, jetzt kommen nur noch hier diese Mistviecher hier. Wehe, das ist die, den ich am Ende brauche. Hallo? Oh, mies, wenn da noch so eine Scheiße kommt. Scheiße, es ist tatsächlich Didi. Den muss ich mich sterben lassen. Hier los. Also muss ich doch Dixie am Anfang haben. Dann weiß ich jetzt Bescheid, ich brauche Didi. Nur wegen diesem Bonus-Kack da. So. Ich hatte es nicht mehr in Erinnerung. Dumm, spring doch, du Honk! Ich hatte es nicht mehr in Erinnerung, wen man da braucht. Es war ja eine 50-50 Chance. Und leider habe ich mich... Ja. Leider habe ich den Falschen behalten. So. Dixie. Sowieso besser mit ihr hier rüber zu kommen. Was eigentlich egal ist. Gleiche kommt nochmal jetzt. So, so und so. So, jetzt kommen hier nochmal diese Viecher hier. Das Timing haben die... Also, überhaupt sowas eingebaut zu haben, ist einfach nur Rotz. So. Wieso ist da kein B auf dem Bonusfass? Mache alle Gegner fertig. Ach du Scheiße.
Ach, sowas. Das ist ja eher spaßig hier. Unbesiegbarkeitsfässern das zu machen. Yay. Und auch hier haben wir jetzt die DK-Münze bekommen. Ja. Und das war es auch mit diesem Level. Ja, ich denke mal, ein Level kriegen wir noch hier rein. Also das vierte Level der verlorenen Welt. Das schaffen wir auf jeden Fall noch. So, ist der Schlucht. Ah, da sind sie, die geizigen Affen, von denen jeder im Dschungel redet. Zeigt lieber gleich eure Münzen. Wieso geizig? Du hast schon Münzen von mir bekommen. Also stell dich mal hier nicht so an. Hier. So. Mir fehlen noch 3 Münzen, um in die... Ja, um das letzte Level dann auch machen zu können. Also das letzte Level der verlorenen Welt. Aber die haben wir noch nicht zusammen. Da müssen wir in der Hauptstory weiterspielen. Dann. Also in der Hauptspielgeschehen dann, ne? Nur weil Donkey Kong Country so erfolgreich war, muss ich mich hier schon wieder so abrackern. Aber das ist das letzte Mal, dass ich nur eine Nebenrolle spiele. Na, wenn du dich da mal nicht irrst. Setzt euch hin und seid ruhig. Dann bekommt ihr einige hilfreiche Tipps von mir. Das will ich auch gehofft haben. War mir klar, dass ihr hier wieder auftaucht. Scheint so, als wärt ihr auf meine Hilfe angewiesen. Pah. Ja, dein Wissen will ich in Anspruch nehmen. So, Glutofen, das ist der Name des nächsten Levels. Die Bananen weisen den Weg, ja. Oh, der Glutofen, oh, das wird auch spaßig. Aber es wird wieder eine gute Hintergrundmusik haben hier. Nämlich, es ist wieder ein Lava-Level. Ja, oh. Ja, hier können uns die Gegner manchmal verarschen. So, und hier gibt es noch eine neue Art an Fässern. Nämlich, die kann man einfach so lenken. Die kann man einfach so lenken. Einfach frei lenken. Das ist auch eine unfaire Stelle hier. Wenn der eine weg ist, ist der andere da. Aber man hat nur eine bestimmte Zeit, um die lenken zu können. Komm, mach hin, da jetzt. Darf natürlich nicht sich von irgendwelchen Gegnern treffen lassen. Das wäre kontraproduktiv hier jetzt. Warum mache ich mir das so umständlich? Ja. Haben. Weg, weg, weg da! So, man kann auch manuell sich abschießen lassen. Wenn man jetzt meint, oh, da ist zwar noch Zeit drauf, aber ich brauche nicht mehr hier drin sein. Dann... Oh, das ist ja... Oh. Ja. Wie hätte ich das abschätzen sollen, verdammte Scheiße? Kurz vor dem Checkpoint, das ist doch nicht mehr wahr hier. Leute, Leute. Die wir am Anfang haben hier. Ah, einfach hintereinander auf die Klampons raufspringen. Kennt ihr schon. So. Hier ist jetzt Dixie besser. Okay. Jetzt habe ich die Bananenmünze. Ja, die kommen immer so plötzlich an. Und wie schnell die auch sind. Ja! Ist klar, ich hab eigentlich den Kopf dieses Viehs berührt. Ja, gut. Da. Das war, ja, wohl knapp daneben.
Aber konnte ich ja nichts machen. Das Level geht mir auf Nerven hier. Hier, Misty. So, einfach mal schneller hier durch, Mann. Die ganzen Fails hier, das muss ja nun wirklich nicht sein. Mach hinne, mach hinne, mach hinne. Oh, wieso? Lass mich immer da ablenken. Erleichtern. So. Und das, was ich jetzt hier machen, muss ich von hier aus das machen? Ah, okay. Oh, hier, ja, so weit oben, wenn ich jetzt... Na gut, ich hätte hier... Oh. So, jetzt bewegen die sich auch noch hier, die... Permanent zu haben. Oh, es ist so viele von diesen Kuttlastviechern. Oh nein, Power 9. Nein! Wieso? Ich bin doch gesprungen. Ah, gut, gut, gut. Haha. Das war die Rache dafür. Oh, hier. Hier muss man darauf achten, weil die Öffnung des Fasses... Ah, shit. Ist nämlich links, deswegen mal darauf achten auch. Oh, ja, ernst? Die Bananen waren unten. Ja? Wäre ich oben lang geflogen, wäre ich auch. Hätte ich. Oh. Das Level ist nervig, muss ich ehrlich sagen. Ist auch nicht. Gehört auch nicht zu meinen favorisierten Levels. Ich hasse Diddy dafür, dass er so dumm ist und nichts kann. Es war auch mies auf der schmalen Plattform. Das Level ist so schlecht designt. Das passt alles immer gar nicht. Wieso? Wieso haben die es denn nicht passend gemacht? Dass es auch wirklich dann passt, dass man ins nächste Fass kann. Die zweite Hälfte ist hier der reinste Horror. Ja. Hätte ich nichts nicht extra noch gelenkt, dann wäre die wieder vorbeigeflogen. Warum ist dieser Honk denn auch immer da? Ich hasse ihn. Immer den Bananen folgen. Guckt euch das an. Ich hab das gar nicht berührt, das Mistvieh. Die Hitbox ging bis zum Mars. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Lust, das jetzt hier während des Levels jetzt einen Schnitt zu machen. Aber die Zeit hier jetzt gerade... Die Dateien noch nicht so groß. Na gut, Diddy hat es auch gut hinbekommen, da unbeschadet durchzukommen. Ich hasse Kuttlers! Dreckig beschissenster Gegner ever. Scheißegal hier. Diesmal bleibe ich oben. Oder? Oh. So. Was? Wieso? So, einmal mache ich jetzt. So, wenn ich jetzt sterben sollte, muss ich den Schnitt während des. Ich das Level noch nicht abgeschlossen habe, machen. Weil die Dateien hier richtig groß sind. Das habe ich ja auch schon, glaube ich, im
zweiten Part war das, glaube ich, erwähnt. Oh nein, warum mache ich denn so Blödsinn? Es ist hier immer Dixie zu haben. Sehr schön. Da geht's ins Bonus-Level. Und das ist, befasst sich auch mit diesem Fass. Da muss ich jetzt ganz vorsichtig sein. Okay. Ich darf jetzt nicht irgendwelche voreiligen Bewegungen machen hier. Was denn noch alles? Wie weit ist denn das hier noch? Ja, hier warte ich lieber. Da war ich jetzt so unvorbereitet. Come on! Mistfieder! Oh, ich fass es nicht. Okay. Hätten wir das in diesem Part doch noch geschafft, dann gut. Ja, dann geht's im nächsten Part weiter. Ich habe hier ja alles gemacht. Ja, komm, das machen wir schnell noch hier. Schnell noch zum... King K. Rules Reich hier noch... ich weiß nicht, speichern. Gespeichert habe ich hier schon, ne? Da würde ich nicht 2 Münzen für jetzt ausgeben. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Part direkt hier wieder, wenn es dann zur Powershow geht. Seid gespannt, bis dann und tschüss.